Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Auf der Neverscale Map im One Life Modus. Bedeutet, wenn wir sterben, ist das Spiel für uns zu Ende und wir fangen von vorne an. Gut, wie ihr seht, ich habe hier schon mal ein bisschen was ausgehoben in der Nacht. Hab auch schon mal hier angefangen mit Leiter. Und hab auch schon hier ein bisschen reingeballert. Ja, ihr seht, ich mache gerade noch Flexstones und danach noch den Rest Gobblestones. Gut, über uns ist auf jeden Fall irgendwas los. Irgendein Dicker läuft da auch rum. Nichtsdestotrotz werden wir uns mal hier oben buxieren. Ihr seht, wir sind schon wieder am Verhungern. Könnte jetzt ein bisschen heikel werden, ja. Ich hoffe, ich treffe jetzt auch den Frame und nicht die Leiter. Ich muss mal eben abwarten, ob die jetzt hier... Ja, wie gesagt, das hört sich an, als ob die genau nebenan stehen, ne? Guck mal, wie weit weg die Dicke ist. So, ja, ich werde jetzt hier einmal alles wegmachen. Da sind die Reste von den Wanderhorn, die immer durchlaufen. Komm her, Junge. Jetzt mal ein bisschen für Ruhe sorgen. So, das ist die Dicke noch. Zwei Dicke sogar. Mein Gott, komm doch her, ey. Wie oft soll ich dich denn anschießen? So, was die andere? Ihr seht, die ganze Wanderhorde, die aus der Nacht steht hier einfach rum. Oh Mann, ey. Also ganz ehrlich. So, Big Mama, wo bist du jetzt hin, ey? Ich weiß, du hast Hunger. Neues, wieder eine Schaufel und... Zack. So, haben wir es jetzt? Haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe hier oder was? Dass ich mal eben unser Ding hier fertig machen kann.
musst du jetzt durch. Ich kann es nicht ändern, Junge. So eine Fressmaschine hier, ne? Ihr seht, ich habe auch schon genug Blocks fertig gemacht. So dass wir hier dann auch gleich noch die Bodenplatte legen können. Aber ihr seht, der ist am Verhungern. Ich muss also erst einmal rüber gleich. Obwohl, da haben wir auch nicht mehr so viel zu essen, also. So, sehr geil. Bei Neitern dran. Hedge drauf. Das habe ich natürlich jetzt unten. Gut, ich muss eh nochmal runter. Mal hier wieder irgendein Zeug gekriegt. Brauchen wir jetzt auch nicht mitschlören. Da reicht auch eine. Schaufel brauchen wir nicht mitschlören. Bier, ja, man weiß nie. Den störe ich jetzt auch nicht mit. Gut, auf geht's. Ist ja auch nicht so weit weg. Ihr seht, nur einmal rüber. Ja, ganz klar werde ich hier noch alles wegnageln, was hier gerade so an Zombies rumsteht. Hier in unserer unmittelbaren Nähe. Einfach um dann gleich ein bisschen Ruhe zu haben hier in unserem Gebiet. Wenn es ans Bauen geht. Natürlich abgesehen von der Wanderhorde. Aber ich hoffe, die kommt jetzt gleich, wenn wir gerade drüben sind oder sowas. Ist natürlich optimal. Weil sonst, ihr habt es ja gesehen, man kann der Wanderhorde ja auch gut aus dem Weg gehen. So ist ja auch nicht. Muss ich echt über den Fluss rüber? Ja, natürlich. Der Fluss kann man ja auch nicht sagen, eher Bach, ne? Ja, läuft auf jeden Fall bei uns, muss ich sagen. Was Zeug ist, ja, ich denke, wir müssen zweimal gehen. Ja, aber müssen wir halt durch. Ja, dann halt kurz ab in die Wüste, dass wir ein bisschen Jucca kriegen, dass wir halt nicht mehr so Schmacht haben. Können wir auch das Zeltlager mitnehmen. Oder beziehungsweise zwei Zeltlager, wenn ich dann so lang gehe, muss ich mal gucken, wie wir lang gehen. Dann können wir auf jeden Fall noch die Grundplatte legen heute. Und dann muss ich ja gleich mal wegen diesen komischen Blöcken da gucken. Also die habe ich auch noch nicht gesehen. Die sind auf jeden Fall neu. Ja, unsere Frames können wir natürlich mitnehmen hier. Das sollen wir nicht hier rumliegen lassen. Ja, soll übrigens auch wieder billiger werden in der 16.2, wie ich es gelesen habe. Also die Grundblöcke, also die Grundholzblöcke sollen wir da. Ja, kannst du ja gleich mal fertig machen. So, erstmal das Wichtigste. Der ist ganz wichtig. Moon ist immer wichtig. Deine, da Gobbis, das ist auch ganz wichtig. Ja, aber ihr seht's, ne? Wir müssen auf jeden Fall zweimal gehen. Aber soll jetzt auch nicht das Problem sein. Zack.
Cooking Pot lasse ich hier ein. Das Grillrost nehmen wir natürlich noch mit nachher. Sollen wir eben checken. Naja, kriegen wir auf jeden Fall dann gleich alles mit. Wohltemperatur ist eh gerade hoch. Wenn wir den noch anziehen, den nicht, dann verlieren wir den Mahninghelm. Naja, komm. Obwohl, komm, bringen wir das erstmal weg eben. Es ist ja echt nicht weit, wie ihr seht. Kriegen wir fix geregelt, die Sache. In der Nacht werde ich sehen, dass ich schon mal eine Fortune kriege. Auch wenn noch keine Spikes stehen. Und wir eventuell Probleme kriegen mit den Witches. Also mit den Screamer-Zombies. Sie nennen die immer Witches. Also aussehen wie so kleine Hexen. Aber ich muss auch mal gucken, wie weit wir kommen. Also. Cobblestones craftet. Er craftet auf jeden Fall noch. Dann ist alles gut. Darf jetzt keine Zeit verschwenden. Ja, und so skillen wir übrigens Athletics. Ich könnte auch mal die ganzen Nester, sehe ich, aber ich bin eh voll. Ich könnte natürlich auch mal wieder ein paar Punkte ausgeben, aber ich würde da ganz gerne erstmal dann die Werkbank freischalten, weil die würde ich auch ganz gerne so schnell wie möglich haben. Brauchen wir auch noch eine Wench für. Da würde ich nicht unser Gute für opfern. Erstmal ist halt ein Forge wichtig. Und wichtig wäre, wenn ich die Grundplatte hinkriege. Und auch schon mal ein paar Spikes. Wäre auch nicht schlecht. Bisschen. Wir können auf jeden Fall gleich noch ein paar Spikes schon mal craften. Also wir werden es nicht verhindern können, dass uns die Witch, nenne ich es jetzt mal, erstmal ein bisschen auf den Keks gehen werden. Ja, Landclaim-Block setzen und so weiter mache ich natürlich. In der Nacht alles. Kann ich alles mal hier lassen jetzt. Tausendvierhundert, das ist ja auch nicht viel, ne? Muss ich also erst noch Cobblestones machen. Es dauert halt alles, ne? Ihr seht hier 29 Minuten für 1000 und Cobblestone. Das ist so eigentlich das Hauptproblem im Moment. Deswegen hat auch eine Workbench so schnell wie es geht. Gut, nochmal eine Tour. Dann werden wir so 10, 30 haben oder was. Dann werde ich die Bodenplatte definitiv legen eben. Und vielleicht schon mal den Rahmen, also für die, wo die Spikes reinkommen, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall erstmal die Grundplatte. Dass wir das schon mal safe haben. Habe ich natürlich jetzt auch die Hedge ein zu tief gesetzt eigentlich. Müsste eigentlich ein höher. Muss ich also nochmal wegnehmen. Also ganz gut, dass ich nichts im Aufwerten da hatte. Ist ja wie umsonst aufgewertet. Ja, wir sind natürlich jetzt ein bisschen weiter weg von diesem Händler da auch. Aber jetzt nicht so weit und spielt jetzt auch nicht so die entscheidende Rolle. Da, wie gesagt, wir können Minibike machen, sobald ich einen Motor finde. Weil die Werkbank geht bei dem Schneehändler, da können wir dann die Teile fertig machen.
Den Rahmen kann ich in der Forge gleich machen. Kriegen wir alles hin. Also ich denke mal, Tag 6. Ja, vielleicht haben wir einen Tag. Machen wir am nächsten Tag schon ein Minibike, wenn wir Glück haben. Vielleicht finden wir gleich bei dem Auto, was bei uns da noch im Weg steht, was ich gleich wegsquabbe. Vielleicht finden wir da direkt einen Motor. Selbst wenn es erstmal ein schlechter Motor ist, ist es besser ein schlechtes Minibike als wie laufen. Ja, alles drin oder was? Den noch. Perfekt. Wollen wir gar nicht lange rumschnacken hier. Über noch einen Platz. Vielleicht ein paar Federn mitnehmen. Vier Kohle genommen. Achso, wir haben sogar ein Stack Eier gehabt. Naja, gut. Und die vier Kohle ist jetzt auch nicht so wild. Ihr seht, das ist ein bisschen ruckelig manchmal, ne? Weiß auch nicht, was hier los ist. Sehr gut. Scheiße, aber auch kein Mensch. Was haben wir denn hier noch? Schweine töten. Ja, tiertechnisch. Also dafür, dass im Wald wieder mehr spawnen soll. Also kein Wolf gesehen, kein Bär, kein Schwein habe ich zweimal gehört, nur nicht gesehen. Also. Weiß ich auch nicht, Leute. Jo, da haben wir es gleich geschafft. Ganz verwirrt, er sah aus wie ein Nest, aber anscheinend ist schon soweit. Ja, ihr seht, das ist schon nervig am Anfang mit der Ausdauer. Ich hatte ja schon gut Punkte da reingesammelt. Könnte natürlich jetzt nochmal Tyrannosaurus machen, aber. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Punkte dann reichen, ey. Ach ja, ich wollte mal den komischen Block hier antesten. Für den einen oder anderen ja vielleicht auch interessant. Den legen wir mal hin, einfach damit wir den Punkt haben. Zack. So. 10 Stoff, ey. Sie auf jeden Fall noch eine Leiter mitnehmen. Obwohl, das Eisen könnte ich schon mal lassen. Das können wir dann schon mal für die Forge nehmen. Rohre haben wir. Das sollten wir auch haben. Haben wir auch. Kann ich auch auf jeden Fall in der Nacht eine Forge bauen. Perfekt. Hello. Das ist echt so ein Stoff-Johnny, ne? Lächerlich, ey. Kannst du nicht mehr aufwerten. Naja, wenigstens haben wir unseren Stoff wieder raus, ne? Werden wir die Karre eben weg hier.
Hier haben wir sogar ein paar Ressourcensteine gegenüberliegen, ist auch ganz gut. So, Nest kann natürlich auch schon mal weg. Kann natürlich alles weg, was hier rumliegt, beziehungsweise muss auch weg. Aber jetzt für die Bodenplatte brauchen wir noch nicht ganz so viel wegnehmen. Ja. Hier. Hoffe einfach mal, dass ich jetzt keinen Denkfehler dran habe. Also ich mache 9x9. Das war schon ein bisschen groß, aber soll ja hier auch nicht. Soll ja schon unsere. 2, 3, 4. Jo. Soll ja schon unsere Hauptkampfarena sein hier. Die ist ja auch so, eigentlich so bleiben soll. Zumindest für die Hordenkämpfe. Wir werden sehen, wie lang's. Wie lang das Ding ausreicht. Ich kann es echt nicht sagen. Wir hatten es ja nur, wenn der Experimental bis zur dritten Horde angetestet. Aber da waren die Horden ja auch Kinderkram. Wird hier ja ein bisschen anders sein. Ganz klar. Komm, geh rein. Ach, du ahnst es nicht. Na. Zack, hier eine neue machen. Eine Leiter dran. Juti. Wo lass ich mal kurz rechnen. Also 40 sollten für die erste Umdrehung reichen. Und den müssen wir natürlich auch wieder wegmachen hier. Muss ich aber natürlich auch erstmal noch. Ja, jetzt habe ich die Schippe auch unten. Muss eh mal hier was loswerden. Weiter sollten wir jetzt auch nicht brauchen. Die brauchen wir noch. Vor 30. Na, mal gucken. Wie viele Schläge wir brauchen hier. 2 ist in Ordnung. Gehen wir also noch eine Runde rum hier. So Blöcke sollten auch noch reichen, die wir haben. Problem ist halt,
die Spikes gleich schon setze und dann irgendwelche Wanderhorn kommen, zerkloppen die mir. Muss mal gucken, wie ich es mache. Es wird auf jeden Fall gleich eine Wanderhorde kommen hier. Ist 100% sicher. Ja, ich mache erstmal wieder 3 Reihen Spikes, so wie wir das hatten auch. Aber haben ja vielleicht auch nicht alle dieses Let's Play in Experimental gesehen. Na, der ist mittlerweile aber schon 3 Schläge, aber. Bevor ich jetzt die ganze Zeit hier auf die Ausdauer warte. Schneller sein. Tag 5, ja, muss mal gucken. Ob wir es bis Tag 7 schaffen. So hier schon die Horde machen können, wäre natürlich nice. Werden es sehen. Brauchen halt eine Menge Eisen dann erstmal. So, irgendwie Blöcke reinnageln hier. Zack. Das war so ein Baum. Ich dachte schon, da steht einer. Ey. Ist soweit, Leute. Kann sie einfach nicht leiden. Zack. Okay, wegmachen, renne ich sonst eh noch 100 mal rein. Eine Minute. Würde ich, glaube ich, die mache. Die müssen doch ganz sein, oder? So derselbe, nur dass der unten hohl ist und der nicht, ne? Ja, mache ich diese auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Komm, ich mach mal 60. Und dann kann ich auch gleich noch Tipps machen, 60. Schön ist, wir haben genug Woodframes. Dann machen sie uns nämlich die Spikes nicht kaputt. Deswegen setze ich hier 2 rein. Ach ja, ist das nervig mit dem Gras. Na, also, willst du mich verarschen oder was? Leute. Da kriegst du doch zu viel bei, oder? Die mit ihren Blocksetzerei, wenn da nur ein Grasbüschel steht. Mal kannst du ihn einfach setzen, mal zickt da extrem rum. Zack. Keine Wanderer, ich bin begeistert. Ich weiß auch gar nicht, ob die feste Zeiten haben oder sowas. Müsste man mal drauf achten. Erst eine Reihe, ne? Müssen wir nochmal eine komplette dran machen hier. Ich sag's euch, ey.
sind wir ja schon ganz dran. Habe ich mich aber ein bisschen... verkalkuliert. Naja, es ist wie es ist, ne? Wie man so schön sagt. Oh Mann, du kannst einfach so nicht diese Blöcke setzen. Das ist unmöglich, ey. Er hat auch schon wieder irgendwelche... Ernsthaft, willst du mir sagen, du drehst den jetzt? Oh. Wenn sie wieder 5 Millionen mal rumdrehen hier. Weißt du was? Was macht er? Normal sollst du den nur 4-mal drehen können, wenn du den. Boah, ey, gleich bin ich soweit. Ja, die letzte Stellung macht er nicht. Sieht er das? Dann dreht er ihn anders. Was eine bekloppte... Ich spreche es nicht aus. Gut, Leute, aber vor ich so zu Ende... Ich freue mich hier gleich ganz aufrege. Noch schlimme Wörter sage. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Geht's wieder los. Die Dicke wohnt da wohl auf dem Berg oder was? Guck mal, hier geht's zum Beispiel ohne Probleme. Aber gut, Leute, wie gesagt, Folge ist zu Ende. Wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Oder je nachdem, wann ihr die seht, übermorgen. Für euch. Wieder. Bis dann. Ciao.